Ja, Leute, neue Folge, neues Glück auf Mapletreeway. Und da sind leider keine Ziegen, aber eine habe ich trotzdem mit am Start. Nämlich am anderen Ende der Leitung. Hallo, Kino. Grüß die Ziege, was geht? Am anderen Ende der Leitung, als würden wir telefonieren. Tun wir doch auch. Ja, eigentlich schon. TS ist ja sowas in die Richtung. Das ist doch alles das Gleiche. Wir sind ja nicht im gleichen Raum und so oder sowas, ne? Das ist sowas Tolles. Mhm. Dann bin ich ja froh, dass, weißt du, Telefonat zwischen Sohn und Vater, will ich in 3 Sekunden disconnecten. Nein, ey, wo werde ich. Ja, klar, ich werde einfach mal gleich direkt verräumt. Das wäre schon was, wenn wir im gleichen Raum sind, was aufnehmen? Ja, mit Lorena habe ich schon gemacht. Wir sicher auch irgendwann mal. Boah, das war so peinlich, diese Aufnahme, weil man gesehen hat einfach, ich habe alles verlernt aus Mario Kart 8 Deluxe. Mhm. Es wird Zeit, dass ein neuer Teil endlich mal rauskommt, Mario Kart. Nintendo, bitte. Das war... Ich habe eigentlich schon kurz den Goldenen gesehen, aber ja, okay. Blitzkind meint es wieder besser. Hallo, Kino. Willst du auf die Seite... Ach, da bist du. Willst du auf die Seite fahren? Nee. Naja, deswegen, weil ich am Kugel will. Lol. Leck? Ja, aber deswegen, aber ich war ja hinter dir. Also es sind 2 Luigis hier sogar, sehe ich gerade. An der Stelle, ich hatte kurz einen Mega-Leck. Okay, ich nicht. Aber es fahren alle noch. Meinst du so einen kurzen Standbild? Ja. Ja, das hatte ich in der letzten Runde einmal kurz. Nee, bitte nicht. Bitte nicht, Wimpy. Nicht abstürzen. Keine Sorge, bald kommt ein neues Mario Kart, dann musst du dich damit nicht mehr abgeben. Bald. Bald, ja. Bald höre ich schon seit 5 Jahren. Und dann kam erstmal Deluxe. Ja, aber wenn jetzt nächstes Jahr die neue Konsole rauskommt... Ich hoffe noch immer, dass es ein Release-Titel wird, weil eigentlich müssen sie das bringen fast. Eigentlich müssen sie das. Oder wie gesagt, mit der neuen Pokémon-Chain könnte ich es mir genauso vorstellen. Weil Pokémon kaufen immer viele, auch die Hardcore-Fans. Also einen besseren Titel zum Start, Mario Kart und Pokémon, geht eigentlich fast gar nicht. Nur da müssen wir trotzdem warten bis 2026, glaube ich. Wenn alle 3 Jahre eine Gen kommt. Du, man kann auch vorher eine neue Konsole rausbringen. Ja, aber trotzdem, Pokémon Release... Ja gut, man kann es auch vorher rausbringen und Weihnachtsgeschäft halt, weißt du. Übrigens, ich sehe gerade, dass ich noch immer Erster bin. Fuck! Und natürlich kommt jetzt der Blaue! Du hast es vorher. Du hast es ja selber ruiniert. Das ist ein Joke! Du hast es hier selber ruiniert. Ruiniert. Ich bin noch Erster. Ich hatte einen fetten Vorsprung nämlich. Was soll das? Ich weiß es nicht! Aber bei mir wird's geil jetzt, weil ich werde Erster schon wieder. Ja. Zweiter Erster in Folge, also folgenübergreifend, wohlgemerkt. Letzten Part mit dem Ersten abgeschlossen und jetzt auch wieder Erster. Ja. Ey, nice. Ich liebe diese Runde gerade so viel. Da ist der Blaue schon wieder vergessen. Vor allem, bist du jetzt nicht Vorletzter, oder? Oder Vorvorletzter? Doch. Verdammt, ich hatte gehofft, dass du der andere Luigi bist. Ich bin in der letzten... Ding da runtergefallen. Oh nee. Oder wurde runtergeschubst, besser gesagt. Bei der Brücke? Ja. Klassiker. Oh, die anderen sind nicht mal mehr ins Ziel gekommen, weil ich war 30 Sekunden vor da. Ja, nice. Ey, so kann eine Folge starten. So, es geht auf eine Weide. Kino, freust du dich? Oh ja, yeah, da kann ich richtig abgrasen. Ja, wie es ein Ziege halt tut, oder? Wir so als halb ausgewachsene Menschen, die Britzigen, wir wissen ganz genau, wie das ist. Warum, wir müssen wirklich mal gucken, irgendwann, ich schwöre, irgendwann machen wir gemeinsam ein Videospiel über Ziegen. Da gibt's dann Goat-Simulator? Nicht so eins, aber noch ein cooleres. Noch ein cooleres? Wir machen den Goat-Simulator Deluxe nämlich. Nintendo wird uns lieben dafür. Auf jeden Fall, ey. Weißt du, das ist direkt so ein Stellenangebot nach Hause. Gibt's da so eine Meerziege dann im Spiel und so weiter? Du schießt jetzt nicht wirklich ein Grün auf mich. Eine Seeziege. Also war das nicht. Ja, hab ich auch gemerkt. Ich dachte mir gerade, was tut der Kino so weit vorne? Das ist sehr untypisch für ihn. Hallo, vorhin war ich auch mal kurz Erster. Ich bin jetzt gerade Erster schon wieder. Ich weiß nicht, was los ist in der Runde, aber
Oder ist heute ist einfach so ein Tag, wo wieder alle Planeten in der Reihe stehen. Wo es einfach läuft. Das kann auch sein. Das war der Skill, der mir Mario Maker heute gefehlt hat, was wir aufgenommen haben. Oh, verdammt. Der kam übrigens von mir. Schön für dich. Ich wollte das einfach nur erwähnt haben. Nein, Hilfe. Nein, ich hab eine Wolke. Wenn ich Erster war, war ich jetzt das sehr lange klein. Ist der Waluigi jetzt ernsthaft absichtlich abgebremst, nur um mich zu eliminieren? Ich eliminiere mich selber, nein! Ich bin in den Arsch der Kuh! What the fuck, Alter? Ja, es ist so, sorry! Ich bin im Arsch der Kuh, Alter. Das ist ja fast so schlimm, wie jemand im Hinter zu spüren, ey. Ach, hör auf damit, bitte. Ich werde aber noch Dritter oder was, tatsächlich. Alter, der Erste wäre so verdient gewesen und dann schäde ich mich selber, indem ich reinfalle in eine Kuh. Und die juckt das nicht, die geht einfach weiter natürlich, ganz wichtig. Nur was? 14 Pluspunkte. Hä, ich war doch gerade Elfter. Desync. Ah, die Strecke verfolgt mich auch schon wieder. Wunderbar. Eigentlich hatte ich gehofft, wir fahren sie nicht, aber leider passiert's. Warte, kannst du ja gleich nochmal die Abkürzung nutzen. Ja, nee, ehrlich gesagt, wenn, lass ich's lieber. Weil das, auf das habe ich keine Lust, dass ich wieder in der letzten Runde verkack. Dann mach das nicht in der letzten Runde, sondern davor. Alter, weißt du, wie knapp das gerade war? Mit der Xbox oder das was? Das war ein Millimeter an mir vorbei. Fuck! Oh, ich hab das gesehen, Alter. Ich sagte, ich würde es hinkriegen. Oh, fuck! Ich dachte mir... Nein, jetzt habe ich eine Wolke auch noch. Was? Was passiert? Ah, hallo! Ich rieche, dass da irgendwas Schlimmes gerade für dich passiert ist. Es ist einfach Desync Deluxe, Alter. Und trotzdem bist du auch Erster. Mit dem Grünen ab. Den juckt das nicht. Er schießt mich mit dem Grünen an mir vorbei. Ich werde getroffen. Also Desync Deluxe hier. Also ich liebe es bei Desync auch immer wieder, wenn die Grünen zwei oder drei Leute auf einmal wegnatzen. Ja, das hatte ich vorhin auch einmal. Denke ich mir jedes Mal, okay. So, jetzt komme ich mal mit Maxi Pilz. Ja, das ist gut. Oh. Okay, der Erste ist nicht so weit weg von mir. Das kriege ich auf alle Fälle noch hin. Wenigstens gibt es jetzt nochmal einen Luigi. Das heißt, ich sehe mich da schon mal ein bisschen klarer. Wenn's ich sehe mich da schon mal ein bisschen klarer. Ja, um dich zu erkennen, meine ich. Zwei Luigis sind zu viel für mich. Nein, ich schon wieder Blitz. Was soll das denn? Wie viele Blitze und Wolken sind da eigentlich im Umlauf? Oh mein Gott. Oh! Nein, was ist das denn? Fährst du schon wieder irgendwo lang, wo du nicht langfahren solltest? Ja, das sowieso, aber okay, ich habe gerade schön den hinter mir genutzt. Der hat nämlich mit einem Grünen gerade nicht gerechnet, den er ins Maul kriegt. Oh, 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 die kommen immer näher. Näher. Ah, verdammt. Krieg nur eine Fake-Item-Box. Der fährt ernsthaft in die Fake-Item-Box rein? Ja, ist doch super, oder nicht? Ja, eh, aber ich meine, oh, da kommt ein Blauer. Den erwischt. Bist du noch Erster? Nee. Jetzt bin ich Erster. Ich kämpfe gerade mit dem Waluigi um den Ersten, aber der fährt nicht so gut. Oh, ich hab schon wieder eine Wolke! So, ich bin's aber erfolgreich losgeworden. Dann ist er gut. Ja, ich den Waluigi hab. Nein, da kommt ein Blauer. Boah, zum Glück sind die Roten. Ja, die Roten treffen alle nicht! Aber sie hat noch einen. Verdammt, ich hab die Abkürzung nicht geschafft. Schon wieder in der letzten Runde, nicht? Ja, aber ich bin nicht runter. Trotzdem bin ich nur Zweiter. Mann, der verdammte Blaue, wenn der nicht gewesen wäre. Du bist aber auch immer gut vorgekommen. Ja, nicht schlecht. Ich bin Dritter geworden.
Hast du sie auch geholt, die Daisy? Ja. Nice. Ja, die wollte mich nochmal erwischen, aber ist dann selber erwischt worden. Ja, ich hatte die nochmal mit dem roten, Ah, du warst das, nice. Ja, natürlich doch. Schreib mich. In ihrem Hintern. Da brauchen schon wieder zwei so lange. Ja, okay, 36 Pluspunkte nehme ich gerne mit Kino 86. Respekt! Und meine Strecke kommt mal wieder dran. Ghost Valley. Deluxe. Mhm. Und ich weiß, dass du noch eine gewisse Strecke haben willst. Die wähle ich dann für dich. Ich hoffe, sie kommt dran. Und ich will jetzt erstmal meinen ersten wieder haben. Bisher ist eigentlich ein relativ guter Part. Einmal erster, einmal zweiter, einmal dritter. So kann es weitergehen. Nur wenn der Waluigi da vorne immer wieder am Nerv geht, na, das wäre echt zu verhindern wissen. Erstmal nur mich aufhalten mit der Banane. Oh mein Gott! Komm schon! Wolke! Oh, okay, da war Luigi hat's. Nein! Direkt vor meiner Nase! Ich hab's einfach gesehen. Das sah mal lustig aus, wie du jetzt gerade den Abgang machst. Direkt vor meiner Nase platziert er den, ey. Ja, macht der einen mega Abgang einfach. Aber dafür habe ich mich jetzt gerade gereicht. Hast du? Ja. Ah, schon wieder ein Kugelwilli. Oh mein Gott. Oh! Ich krieg eine Wolke. Nein, die krieg ich nicht los. Verdammt! Ja gut, okay, ich kann's vergessen. Also diesmal wird's eine schlechte Platzierung. Ja, das fühle ich auch. Ja, die ist auch gerade irgendwas widerfahren. Ich werde nur Fünfter. Yeah, fettes Minus. Auf geht's. Ah, warum eine Wolke? Warum? Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich? Nee, mach jetzt nicht den Tim fröhlich. Das brauche ich jetzt gar nicht. Den Tim fröhlich. Okay, es endet also mit einer kurzen Strecke. Die Yoshi Falls, auch schon lange nicht mehr gefahren, glaube ich. Aus dem DS-Teil. Pilz Cup genauer gesagt. Aber ist nicht gut, weil der DS-Teil war nice. Ja, ist richtig gut, der DS-Teil. Hast du schon damals die Challenge auch immer gemacht, dass du nur im unteren Bildschirm geguckt hast? Nein. Nicht? Das ist Kindheit. Ich habe das wohl immer so gemacht, wenn der Blooper kam und man keine Sicht hatte, dann habe ich auf den unteren Bildschirm geguckt. Ja, aber ich habe das schon öfters mal gemacht, dass ich einen kompletten Cup nur unten geguckt habe. Nee. Das kenne ich nicht. Aber gut, ich habe sowieso geplant, in naher Zukunft mal ein Let's Play davon zu machen von DS. Ja. Da könnte man sowas vielleicht mal so als Challenge machen. Sag an, wenn du übrigens das Ding machen möchtest, also den Online-Mode. Da bin ich dabei. Weil ich musste damals echt leiden, weil ich da teilweise tagelang gesucht habe, dass ich irgendwann mal eine Runde finde, wo mehr als drei Leute drin sind. Na, ja, ich glaube, das lasse ich sein, da sind mir zu wenig Leute. Das Problem ist, das habe ich ja schon, glaube ich, dir mal erzählt gehabt, und zwar das Problem bei DS ist es, dass du halt nicht jede Runde liefen kannst und dazu joinst, sondern du musst den kompletten Cup fahren. Also, okay. vier Strecken. Ah ja, stimmt, ja, genau. Ich habe gerade einen Scheiß-Item bekommen, by the way. Ey! Kino? Was geht eigentlich? Na, meins, was ich jetzt habe, geht auch. Ja! Nice! Boah, hast du ein Glück, Alter! Ja! Nice! Und da ist der Zeit. Okay, einmal nicht Top 3, ansonsten schon. Das ist eine gute Folge gewesen für mich. Nice! 7300 gehalten. Ey, das freut mich gerade so richtig. Das heißt, im nächsten Tag geht's wahrscheinlich wieder bergab, weil da bin ich wieder alleine am Start. Kino, danke fürs dabei sein. Aber klar doch. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Grüß die Ziege, ciao, ciao.